Guten Morgen, herzlich willkommen zu dem heutigen Pressbriefing. Direkt Montag früh starten wir hier los. Wir wollen heute mit den zwei anwesenden Expertinnen über Covid-19 bei Kindern sprechen. Die vierte Welle ist ja voll in Fahrt und seit Wochen steigen die Inzidenzen. Und aktuell trifft es ja vor allem auch die junge, ungeimpfte Bevölkerung. Bei den 10- bis 20-Jährigen liegt die deutschlandweite Inzidenz aktuell bei ungefähr 175. Und die Debatte um die Infektion bei Kindern und Jugendlichen, die ist seit Wochen hoch emotional. Da gibt es besorgte Eltern, die befürchten, dass eine Infektion bei ihren Kindern zu schweren Verläufen oder auch Langzeitfolgen, also diesem sogenannten Long-Covid, führen könnten. Und dann ist auf der anderen Seite da aber auch noch die Sorge vor diesen langen Quarantäne- und Homeschooling-Phasen, die eventuell wieder zurückkommen. Und wir fragen uns natürlich auch, warum sind die Inzidenzen gerade in diesem Sommer im Vergleich zum letzten Jahr auch so hoch? Was hat sich da vielleicht durch Delta geändert? Ist das Virus jetzt gefährlicher für Kinder? Und weshalb ist es sinnvoll, mit Blick in den Herbst und auch dem Aufkommen anderer Atemwegsinfekte, die Infektionen in Schulen möglichst gering zu halten oder eventuell sogar zu vermeiden? Diese Fragen und dann natürlich auch Ihre wollen wir hier heute besprechen. Die Expertin und der Experte, die hier anwesend ist, Frau Berit Lange. Sie ist Leiterin der klinischen Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und anwesend ist auch Herr Professor Jörg Dötsch. Er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln. Wir haben für dieses Pressbriefing natürlich auch versucht, einen Virologen zu bekommen, der hier mit uns über dieses Thema spricht. Das ist uns leider nicht geglückt, aber wenn Sie für Ihre Recherche noch einen Experten, einen virologischen Experten benötigen, können Sie uns sehr gerne auch kontaktieren und wir geben Ihnen die Namen weiter von den Experten, die wir kontaktiert haben. Ihre Fragen an die Experten können Sie ja gerne jetzt auch schon stellen in dem Question and Answer oder Fragen und Antworten Tool. Bitte nicht im Chat, sondern über dieses Q&A Tool. Genau, dann möchte ich starten. Frau Lange, seit ungefähr anderthalb Jahren leben wir jetzt in dieser pandemischen Situation und es wurden ganz viele Beobachtungen und Daten gesammelt und wir haben sehr viele Erkenntnisse, auch zu Kindern. Können Sie noch mal zusammenfassen, die wissenschaftliche Evidenz zu Kindern und wie gefährdet sind sie und was hat sich eventuell jetzt auch durch die Delta-Variante geändert? Genau, also ich glaube, die Grundzahlen werden den meisten bekannt sein. Wenn man sich jetzt anguckt für das einzelne Kind, wenn das infiziert wird mit SARS-CoV-2, wie wahrscheinlich ist es, dass es schwerer erkrankt oder einen schweren Verlauf hat, dann sind das eben relativ geringe Wahrscheinlichkeiten. Man muss ein bisschen unterscheiden, über welche Altersgruppe man spricht. Also es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt sich die Krankenhausaufnahmen anguckt, also das Risiko, dass jemand, der SARS-CoV-2 infiziert ist, ins Krankenhaus muss, dann ist das für die 0- bis 4-Jährigen höher als für die etwas älteren Kinder, nämlich etwa bei 2 bis 4% immer gewesen. Das hat sich auch nicht geändert, auch aktuell nicht, weder durch Delta noch durch vermehrtes Impfen. Bei den Erwachsenen, bei den etwas älteren Kindern liegt dieses Risiko so bei 0,5% bis etwa 15 und dann oder 14 und dann steigt es von dort wieder etwas an. Das Risiko, dann sehr schwere Verläufe zu bekommen und zum Beispiel intensivpflichtig zu werden oder wirklich zu versterben, ist sehr, sehr gering, insbesondere in Deutschland. Zumindest das, was wir bisher gesehen haben, auf die Meldefälle liegt das Risiko, dass Kinder versterben, tatsächlich im Bereich 1 bis 3 pro 100.000 in Deutschland, also tatsächlich sehr, sehr niedrig, deutlich niedriger als bei den Erwachsenen. Jetzt war ja die Frage, was hat sich durch Delta und was hat sich sozusagen im Herbst jetzt geändert im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr hatten? Durch Delta ändert sich insbesondere, dass die Übertragbarkeit des Virus nochmal angestiegen ist. Das heißt, das, was wir zum Beispiel auch das R0 nennen oder die Reproduktionszahl ist nochmal hochgegangen. Das heißt, das Virus insgesamt verbreitet sich schneller und es sind schneller mehr Menschen betroffen. Und das betrifft jetzt natürlich insbesondere die jungen Altersgruppen, weil die eben bisher nicht geimpft sind. Das ist so eine höhere Übertragbarkeit, vermutlich im Bereich von nochmal 30 bis 50%, im Vergleich zu dem, was wir ja schon an erhöhter Übertragbarkeit bei der Alpha-Variante hatten. Das ist auch aus meiner Sicht der relevantere Parameter für den Verlauf der Pandemie jetzt im Herbst. Also es wird einfach schneller
mehr Menschen und dann eben auch mehr Kinder betreffen. Es gibt an weitere Zahlen, die auch zeigen, dass die Schwere der Erkrankung dass die Erkrankung etwas schwerer verläuft, insbesondere was die Krankenhausaufnahmen angeht. Also bisher wissen wir, dass vor allem für die Krankenhausaufnahmen bei Delta im Vergleich zu Alpha ist das Risiko so etwa verzweifacht. Das sind aber Daten, die ganz hauptsächlich von Erwachsenen kommen, auch einfach, weil bei den Kindern eben so ganz wenige Krankenhausaufnahmen überhaupt nur da sind. Wenn ich noch einen Moment Zeit habe, kann ich so ein bisschen darauf eingehen, was jetzt im Herbst anders ist, dieses Mal als das letzte Mal und was daraus folgt. Ist das in Ordnung? Ja. Genau, also was wir natürlich diesen Herbst ganz anders haben als letzten Herbst, ist, wir können impfen und zwar im Augenblick ab 12 und auch empfohlen ab 12. Und das ändert einfach den Verlauf der Pandemie, ändert auch die Altersgruppen, die hauptsächlich betroffen sind. Wir haben außerdem etablierte Test- und Hygienekonzepte, die wir im letzten Herbst zumindest in Deutschland nicht in der Form etabliert haben. Das ändert auch das, was wir sehen an Meldefällen und auch wie die Pandemie grundsätzlich verläuft. Dagegen steht so ein bisschen, was wir auch haben, diesen Herbst anders als letzten Herbst oder zumindest jetzt schon in der Situation, ist, wir haben sicher deutlich erhöhte Kontakte unter den Erwachsenen. Also die Art, wie sich Erwachsene sozusagen, wie die miteinander umgehen, ist jetzt schon wieder deutlich angestiegen im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr um diese Zeit hatten. Und das sehen wir ja auch dann darin, dass wir schon wieder, dass wir deutlich erhöhte Fallzahlen und auch bei anderen Infektionen mehr Infektionen wieder haben. Und wozu das führt, ist das, was wir so ein bisschen aktuell sehen. Wir sehen einen Anstieg der Fallzahlen insgesamt und den sehen wir, Sie haben es vorhin gesagt, ganz hauptsächlich in den Altersgruppen, die bisher nicht geimpft sind. Das sind eben die jungen Altersgruppen, das sind die Kinder und es sind aber auch, das sieht man auch so ein bisschen noch, die jungen Erwachsenen bis 25 bis 30. Auch die haben einen Anstieg, also haben im Vergleich zu den anderen erhöhte Fallzahlen. Das ist ein Phänomen, das haben wir auch letztes Jahr gesehen, aber nicht in ganz demselben Ausmaß. Gesehen haben wir es letztes Jahr aber auch. Es hat also nicht nur mit der Impfung, es hat auch mit der Kontaktierung in diesen Altersgruppen an sich zu tun. Wir sehen dann immer, wenn sozusagen jetzt in den letzten Wochen, immer wenn ein Bundesland aus den Ferien in die Schulzeit geht, dann weil ja jetzt Testsysteme etabliert sind, sehen wir zusätzlich zu diesen ansteigenden Fallzahlen in diesen Altersgruppen nochmal so eine Art von Testeffekt. Das heißt, wir durchleuchten einen Teil der Dunkelziffer, die dann eben doch da war in diesen Altersgruppen. Und dann steigt natürlich die Inzidenz in diesen Altersgruppen nochmal deutlich stärker an als in den anderen Altersgruppen. Sie steigt aber auch ohne diesen Testeffekt insgesamt an, das sehen wir auch. Und wir sehen einen Anstieg der Hospitalisierung insgesamt bei den Kindern auch auf ganz niedrigem Niveau, aber doch ansteigend. Und wir sehen einen Anstieg natürlich der Intensivpflichtigen. Vielleicht noch direkt eine Nach- oder nee, das mache ich später. Ich komme jetzt erstmal zu Herrn Dötsch. Frau Lange hat ja eigentlich ganz hat das sehr gut übergeleitet, dass wir jetzt einen leichten Anstieg an der Hospitalisierungsrate haben. Sehen Sie das auch in Köln bei Ihnen auf in der Klinik und welche Patienten haben Sie in der Klinik und wie sieht das so bei Ihren Kollegen aus? Ja, erstmal vielen Dank, Frau Burkhardt. Das ist in der Tat genauso, wie Frau Lange sagt. Also so erleben wir das auch. Wir haben mehr Kinder mit einem positiven SARS-CoV-2-Abstrich bei uns in der Klinik. Und das nicht nur in unserer Klinik, sondern insgesamt in den Kliniken in Köln. Das Interessante ist aber zum Glück, dass es eben ganz häufig, ich würde fast sagen, in 9 von 10 Kindern so ist, dass nur der Abstrich positiv ist, dass sie aber wegen einer anderen Krankheit aufgenommen werden. Also sei es mit einer Blinddarmentzündung, sei es mit einem Armbruch, sei es mit einer ganz anderen Erkrankung. Und dass nur in etwa knapp jedes oder gut jedes 10. Kind letztlich wirklich mit aufgrund der Covid-19-Erkrankung aufgenommen wird. Und das passt natürlich auch zu den relativ hohen Zahlen. Sie haben eben Inzidenzen genannt. Wir haben hier in Köln noch höhere Inzidenzen, die sind so um die 400 gewesen, sind ganz leicht jetzt abgesunken in der letzten Woche. Und so dass wir jetzt im Moment glücklicherweise davon ausgehen können, dass wir zwar mehr Kinder mit sozusagen einem positiven Abstrich aufnehmen, aber nicht mehr Kinder, die schwer krank sind.
vergleicht man das mit der Situation in ganz Deutschland, da gibt es ein freiwilliges Melderegister der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Dann sieht man genau das, was Frau Dr. Lange jetzt eben gesagt hat, dass nämlich seitdem eben im Juni und Juli die Zahlen der Klinikaufnahmen ganz, ganz niedrig waren. Mit 1 bis 2 pro Woche wurden sie dort gemeldet. Das, was sie uns jetzt gemeldet, eben im Bereich von 15 bis 20 pro Woche bewegen. Und das auf die Intensivstationen, auch das sind, wie gesagt, nur freiwillige Meldungen, aber das ist das, was uns zu letztlich zur Verfügung steht, waren es eben seit dem Ende, seit August, September insgesamt jetzt 3 Kinder und Jugendliche, die uns als intensivpflichtig gemeldet wurden mit Covid. Und können Sie sagen, sind das, weiß ich, ganz normal, also Kinder, die eigentlich keine Vorerkrankungen haben, oder können Sie gewisse Muster erkennen, welche Kinder am Ende schwer erkranken? Ganz genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Also eine Frage hatte ich diesbezüglich auch im Chat gesehen, im Hinblick auf den Diabetes. Es ist also so, dass wir sehen bei den Kindern und Jugendlichen, dass es ähnlich ist wie bei den Erwachsenen, was die chronische Erkrankung führen zu etwas schwereren Verläufen. Vor allem sind es bei den Kindern und Jugendlichen die Multisystemerkrankungen, also das heißt Erkrankungen, die verschiedene Körperregionen und auch verschiedene letztlich Funktionssysteme des Körpers betreffen. Ein Beispiel dafür ist die Trisomie 21. Trisomie 21, also das Down-Syndrom, das ja viele Organe betrifft. Und die Kinder sind sehr schwer betroffen, zumal das Immunsystem noch schwächer ist, zumal letztlich auch Herz- und Magen-Darm-Fehlbildungen und eben auch Gehirnfehlbildungen vorliegen können. Und all das in der Summe führt dazu, dass die Verläufe sehr viel schwerer sind. Des Weiteren sind Kinder mit sehr starkem Übergewicht, mit, wie wir es nennen, Adipositas, stark betroffen. Im Übrigen, wenn ich das kurz einfließen darf, das ist möglicherweise auch ein Grund, warum es in den USA, also mit einer der Gründe, es gibt mehrere Gründe, warum es in den USA auch so viel kranke Kinder gibt, weil das ja dort noch höher ist, das Problem. Es sind auch Kinder mit anderen Grunderkrankungen, die als gefährdet betrachtet werden. Aber gerade Krebserkrankungen oder schwere Nierenerkrankungen oder auch Diabetes haben nicht das Gefährdungspotenzial wie im Erwachsenenalter. Dennoch, wir betrachten sie als potenziell stärker gefährdet. Aber in der Summe, glücklicherweise, sind diese Kinder und Jugendlichen gar nicht so schwer betroffen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Familien und die Kinder und Jugendlichen schon sehr lange darauf eingestellt waren, sich auch besonders zu schützen, und dass diese Routine in den Schutzmaßnahmen, wie Frau Dr. Lange jetzt ja eben auch gesagt hat, dass das unglaublich wichtig ist, dass das diese Gruppe vielleicht dann sekundär auch ein bisschen geschützt hat. Ja, kann man denn diese Kinder, haben Sie ja einen Vorschlag, kann man die besonders schützen? Könnte man vielleicht jetzt schon chronisch kranke oder besondere Risikogruppen an Kindern vielleicht vorzüglich schon off-label impfen? Gibt es da Konzepte, die unter den Pädiatern diskutiert werden? Wir sprechen uns nicht für eine Off-Label-Impfung ein. Warum? Weil letztlich natürlich insgesamt die Krankheitsschwere so gering ist, dass es auch für die STIKO viele, viele Wochen gedauert hat nach der EMA-Zulassung, die Empfehlung guten Gewissens. Und das ist wichtig, guten Gewissens und aufgrund einer guten Datenlage letztlich auch bei den 12- bis 17-Jährigen auszusprechen. Nein, auf gar keinen Fall sind wir für eine Off-Label-Impfung. Man muss ganz klar sagen, wir haben im Moment noch über 15 Millionen, fast 17 Millionen nicht erst geimpfte Erwachsene. Da ist das Problem. Die Erwachsenen haben die Pflicht, Menschen, die sich nicht impfen können, die nicht geimpft werden können, die letztlich gefährdet sind, die mit zu schützen. Und wir Erwachsenen, wir müssen viel stärker dieser Pflicht nachkommen, dass wir letztlich nicht schützbare Menschen schützen. Ja, die Frage, also meine Frage sollte eher darauf abzielen, ob nur wirklich sehr einzelne Kinder, die sehr stark gefährdet sind, wie zum Beispiel, Sie haben jetzt angesprochen, Trisomie, ja, ob dort in den Familien vielleicht die Eltern überlegen, zusammen mit ihren Pädiatern, ob da eine vorzeitige Impfung auch noch vor ausgesprochener Empfehlung sinnvoll sein könnte. Wir raten nicht dazu. Ganz klar, weil wir eben die Zulassungsdaten zum September erhoffen. Das haben uns zumindest die Firmen signalisiert, dass wir im September, Ende September letztlich Zulassung, also die Daten, die dann der EMA vorgelegt werden, auch zu sehen bekommen, beziehungsweise, also das ist für die Gruppe der 6- bis 11-Jährigen.
Und für die Gruppe der unter 6-Jährigen soll das dann Ende Oktober erfolgen. Und wir sollten da an dieser Stelle jetzt nicht überaktiv werden, sondern wir sollten eben versuchen, das, was uns zur Verfügung steht an Schutzmaßnahmen, und Frau Dr. Lange hat das wunderbar skizziert, wie erprobt das ist, wir haben eine ganz klare Leitlinie dazu, wir wissen, was wir tun müssen, das sollte weiter zur Anwendung kommen. Und ich kann das nur noch mal betonen, selbst wenn man nicht an sich selbst denkt und selbst wenn einem die eigene Covid-Erkrankung egal ist, aber jeder Mensch hat eine Pflicht dazu, Menschen, die sich nicht selbst schützen können, zu schützen. Und das ist ganz wesentlich. Hier kommt eine Frage. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein? Die Frage geht auch an Sie beide, dass sich alle Kinder im Laufe der nächsten Monate anstecken wird. Falls dieser Fall eintrifft, wie viele Kinder würden denn dann auf der Intensivstation landen und eventuell auch sterben? Frau Lange vielleicht oder Herr Dötsch gerne auch? Also ich glaube, es hängt wirklich ganz stark davon ab, was wir jetzt in den nächsten Wochen machen. Also es ist grundsätzlich ist das eine Epidemie. Grundsätzlich, das haben jetzt, glaube ich, alle gelernt, wie solche Epidemien funktionieren. Und grundsätzlich ist es nicht so, dass sich vermutlich alle Kinder anstecken würden, aber es kann sich auch in einem relativ kurzen Zeitraum, können sich sehr, sehr viele Kinder anstecken. Und das ist genau das, was wir jetzt verhindern müssen. Und die Frage ist natürlich, wie tun wir das? Und Herr Dötsch hat vorhin schon die Hygiene-Richtlinien angesprochen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass die manchmal auch in der, also ist mir vielleicht aber nur mein Eindruck, in der Presse, dass nicht immer ganz klar ist, was da eigentlich dahinter steht. Also es gibt ja eine Leitlinie dazu, ist die S3-Leitlinie, und die gibt bestimmte Dinge vor, die auch insbesondere bei mäßigen, bei hohem Infektionsgeschehen passieren sollten. Ich bin das gestern nochmal in den einzelnen Bundesländern durchgegangen. Mein Eindruck ist nicht, dass die schon voll ausgenutzt wird oder dass man alle Dinge, die dort drinstehen, auch tatsächlich macht aktuell. Und das betrifft zum Beispiel insbesondere auch den Bereich, das, was wir damals Kohortierung genannt haben. Also diese Frage, wenn das Infektionsgeschehen relativ hoch ist, dann muss man vermutlich in kleineren Gruppen sowohl Kindergärten, aber auch Schulen gestalten. Und das erfordert natürlich Ressourcen, das erfordert Personal. Aber das ist genau das, was diese Hygienerichtlinien im Prinzip oder Vorschläge fordern. Das geht entlang von Infektionsgeschehen. Da haben wir sicher aktuell schon auch, sag mal, zumindest mäßiges Infektionsgeschehen, selbst wenn man sich jetzt nur die Hospitalisierungszahlen anguckt. Auch was Maskenpflichten angeht, was die Frage geht, machen wir Testen jetzt irgendwie nur die ersten 2 Wochen oder machen wir das die ganze Zeit durch, habe ich nicht den Eindruck, dass in allen Bundesländern das schon sozusagen so wirklich voll ausgenutzt wird, was grundsätzlich möglich ist. Und das ist, denke ich, das wirklich Entscheidende, denn solange wir die Impfung unter 12 nicht haben, nicht im breiten Kontext haben, müssen wir auf diese Art und Weise Infektionen senken. Das ist das, was wir tun können. Jetzt zur Frage, wie viel, was bedeutet das? Ne? Weil die Frage, das kann man sich tatsächlich einfach relativ, das ist nicht ganz klar, das muss man auch sagen, aber das kann man sich natürlich einfach aus diesen Infektionssterblichkeiten, die wir ja grundsätzlich von den Kindern kennen, auch ausrechnen. Also ne, 1 bis 3 pro 100.000 war das in Deutschland. Jetzt wissen wir nicht ganz genau, das pro Meldezahl, muss man sagen, nicht mit der Dunkelziffer dahinter. Das heißt, es ist insgesamt noch etwas weniger. Das heißt, wir wissen in Deutschland ja nicht ganz genau, welcher Teil der Kinder war jetzt am Anfang betroffen und waren das schon. War das vielleicht zum Beispiel ein Teil, in dem es eher weniger oder eher mehr Risikofaktoren gab? Das weiß keiner so ganz genau. Das heißt, diese Infektionssterblichkeit, die könnte sich jetzt auch noch mal verändern. Aber mal unter der Annahme, sie tut es nicht, liegt tatsächlich eben der Anteil oder sagen wir, die Zahl der Kinder, die theoretisch auch versterben könnte, schon in einem, ja, doch deutlich 2 bis dann gegebenenfalls dreistelligen Bereich, wenn sich wirklich ganz alle infizieren oder ganz, ganz viele infizieren. Und das ist der Grund, warum man das unbedingt vermeiden muss. Jetzt sind ja, nachdem die Inzidenzen in NRW sehr hoch waren, sind die jetzt schon wieder am Fallen. Wie erklären Sie sich das? Könnte das durch dieses sehr regelmäßige Testen und ist das erfolgreich oder ist das einfach die Dynamik dieser Infektionswelle? Vielleicht kann ich da kurz auch was zu sagen. Also es ist so, wir sehen das nicht nur in NRW, wir sehen das in fast allen Bundesländern aus meiner Sicht. Und vielleicht haben sich das andere auch schon besser angeguckt. Ich kann es auch versuchen einmal. NRW ist ja erst so 16.8. in die Schulen wieder reingegangen.
Wer vorher schon in die Schulen wieder reingegangen ist, ist Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Und auch da, wenn man sich die Inzidenzen der 0- bis 14-Jährigen ansieht, also Meldeinzidenzen, dann sieht man einen deutlichen Anstieg nochmal, sicherlich sowohl Anstieg als auch Testeffekt zu Beginn der Schulzeit und dann so eine Art von Stabilisierung, nämlich ja, irgendwo bei allen sozusagen unterschiedlich. In Hamburg eher im Bereich von 150 bis 200, in Schleswig-Holstein eher im Bereich von 100 bis 150 und in Mecklenburg-Vorpommern darunter. Und das sind, aus meiner Sicht sehen wir das, also zumindest dieses Muster, habe ich den Eindruck, sehen wir jetzt auch in den folgenden Bundesländern, die wieder mit der Schule begonnen haben. Das heißt zumindest, es gibt die Hoffnung, dass mit eben den Teststrategien plus den Hygienevorschriften schon ein gewisser Anteil der Infektionen auch dem Geschehen entnommen werden kann und auch sozusagen gewisser Anstieg der Fallzahlen, sagen wir, zumindest stabilisiert werden kann. Aber das ist sicher was, was nur funktioniert, wenn die auch voll durchgesetzt werden, diese Hygienevorschriften und die Teststrategien. Und auch, und das kann ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, auch nicht unendlich. Also es gibt natürlich da auch sozusagen Effekte, wenn die Fallzahlen zu hoch gehen, dann tatsächlich gibt es irgendwann einen Moment, wo eben auch die Teststrategien an sich und auch die Hygienevorschriften ein weiteres Ansteigen nicht mehr verhindern können. Und deswegen muss man versuchen, nicht so hoch zu kommen. Herr Dötsch, ich würde gerne noch mal ein bisschen über das Immunsystem bei Kindern sprechen oder generell über ihre Immunität. Erstmal, warum sind denn Kinder eigentlich erstmal im Großen und Ganzen so viel weniger anfällig für einen schweren Verlauf? Da gibt es, soweit ich weiß, auch ein paar Erkenntnisse. Und dann habe ich hier die Frage, warum gerade bei den Kindern bis in dem sehr jungen Alter, warum die anfälliger sind als etwas ältere Kinder? Also jetzt die Säuglinge bis 4 Jahre, hatte, glaube ich, Frau Lange vorhin gesagt. Ja, also zunächst mal, was unterscheidet das Immunsystem der Kinder und der Jugendlichen? Das Immunsystem eigentlich der Kinder ist noch nicht ausgebildet bis zum 12. Lebensjahr. Erst ab dem 12. Lebensjahr geht man davon aus, dass man sozusagen den Erwachsenen vergleichbares Immunsystem hat. Die Natur hat, oder beziehungsweise Natur hat das eingerichtet, sagt man immer so, es hat sich in der Evolution so herausgebildet, dass dafür ein Vorteil bei den Kindern besteht, nämlich dass die Schleimhäute sehr viel stärker gleich in die Immunkontrolle eingreifen. Das heißt also, wenn wir Viren bekommen, und da gibt es jetzt eben auch kürzlich aus Berlin publiziert eine sehr gute Studie, die das auch gezeigt hat, wenn Viren, Covid-Viren auf die Schleimhaut kommen, dann werden sie dort schon sehr viel stärker bekämpft und erreichen quasi den Körper nicht so stark. Also das scheint ein Faktor zu sein, der Kinder begünstigt. Ein zweiter Faktor ist, es hängt natürlich auch bei den Erwachsenen sehr vieles dann mit dem Gefäßsystem ab. Deswegen eben auch vorerkrankte Erwachsene, die so ganz besonders bedroht sind, oder ältere Erwachsene. Da haben wir natürlich bei den Kindern auch noch ein sehr gutes Gefäßsystem, das noch keine Schäden durch Arteriosklerose und Ähnliches aufweist. Also das sind möglicherweise zwei Faktoren, die dazu führen, dass die Kinder weniger stark betroffen sind. Es gibt vielleicht noch einen Punkt, den ich hinzufügen darf. Wir haben ja insgesamt, gehen wir davon aus, Frau Lange hat es eben ja gesagt, wir haben Meldezahlen und wir haben wirklich sozusagen dann die realen klinischen Zahlen. Wir gehen davon aus, dass sozusagen, dem sind wir doch sehr intensiv nachgegangen, dass 4 Kinder direkt an der Covid-Erkrankung gestorben sind, die nicht gestorben wären, wenn sie Covid-Erkrankung nicht gehabt hätten. Das ist immer noch sehr viel, aber das ist jetzt im letzten halben Jahr sind auch keine Kinder dazugekommen, weil wir natürlich auch medizinische Fortschritte machen. Nicht, dass wir jetzt ganz viele neue Medikamente hätten, aber wir wissen, welche Medikamente richtig sind und welche wir eben dann frühzeitig einsetzen können, wenn schwere Verläufe drohen. Einen ähnlichen Effekt haben wir bei den Erwachsenen auch. Also das darf man in dem ganzen Prozess auch nicht vernachlässigen, wenn wir sozusagen versuchen, hochzurechnen, wie viele Todesfälle könnte es denn geben. Dann müssen wir eben ganz klar sagen, die Medizin ist mittlerweile in der Lage, sich sehr, sehr schnell auf neue Situationen zu adaptieren und das Ganze dann natürlich auch international so auszutauschen, dass eine Erfahrung, die heute in den USA gemacht wird, morgen auch in Deutschland zur Anwendung kommt. Und vielleicht, um das Ganze nochmal in die Relation zu setzen, das ist auch eine ganz traurige Zahl. Alleine in Köln, alleine in unserer Klinik
sind genauso viele Kinder, jetzt nämlich auch 4 in diesem Jahr, an Ertrinkungsunfällen verstorben. Und die Zahl der Verkehrstoten, das sind im Jahr meistens um die 50 oder noch mehr Kinder, und die auch nicht sterben müssten. Und ich möchte nicht damit sozusagen jetzt diejenigen, die daran gestorben sind, wirklich kleinreden. Das ist schrecklich und diese Pandemie ist schrecklich und wir müssen sie stoppen mit allen Mitteln, so wie Frau Lange das auch sagt. Nur, wir müssen auch realistisch sein und sagen, dass es keinen Grund gibt, in Panik zu verfallen und diese Panik zu schüren von unserer Seite bei den Eltern, weil die gegenteilige Seite, und auch das muss man mal ganz klar sagen, wir wissen jetzt sehr genau, dass die Zahl aufgrund von internationalen Studien, dass die Zahl der Kinder mit Depressionen, mit Angststörungen sich verdoppelt hat, mit all den Folgekrankheiten, die nach Angst und Depressionen entstehen. Und das ist eine erheblich größere Bedrohung im Moment, das muss man auch mal so ganz klar sagen, für die Kinder als die akute Covid-Erkrankung. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur Zahlen hochrechnen und sagen, dann könnte es 100 Kinder geben, die versterben. Das ist so in den Kliniken im Moment nicht zu erwarten, erstens. Und zweitens, wir verhindern die Durchseuchung, das muss auch unbedingt klar sein. Und drittens, wir brauchen ein gutes, ein normales soziales Leben für die Kinder und Jugendlichen, damit eben die Folgen der Pandemie auf dieser Ebene vermieden werden. Genau, wir haben jetzt schon mit dem Vergleich gestartet. Ich würde diesen Vergleich gerne noch ein bisschen ausdehnen, und zwar im Vergleich zu anderen Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel auch der Influenza. Wie sind denn jetzt Covid-19-Influenza zum Beispiel bei Kindern zu vergleichen? Inwiefern ist die IFR bei Influenza anders als bei Covid-19? Herr Dötsch oder Frau Lange? Ja, gut. Also es ist schwer zu vergleichen natürlich, weil wir Influenza, wenn ich das so sagen darf, leider doch immer noch eher laufen haben lassen in den letzten Jahren. Und bei Covid haben wir ja was dagegen getan. Aber wenn man rein mal von den Zahlen aus sich die Zahlenschau anschaut, beispielsweise wie viele Kinder an Influenza verstorben sind in der letzten Saison, bevor wir quasi dann die Schutzmaßnahmen hatten, das war 2019, und vergleichen das mit den Kindern, die an Covid gestorben sind, dann sind das vergleichbare Zahlen. Das sind sogar etwas mehr, aber das ist natürlich statistisch nicht aussagekräftig, die an Influenza gestorben sind. Frau Lange, wollen Sie da noch eins hinzufügen? Ja, ich würde das nochmal, also was Herr Dösch gab, ich glaube, das ist wichtig zu unterstreichen. Ich glaube, der Vergleich an sich, der ist immer ganz schwierig, weil was wir ja bei SARS-CoV-2 gemacht haben, ist, dass wir an einem relativ frühen Punkt der epidemischen Kurve haben wir ja immer alles gestoppt, ja, weil uns dann nämlich Belastungserscheinungen im insbesondere Erwachsenen-Gesundheitssystem hatten. Das hat dazu geführt, dass wir natürlich nur eine ganz geringe Immunität auch bei den Kindern jetzt allein durch natürliche Infektionen haben, durch SARS-CoV-2, nämlich vermutlich im Bereich, weiß ich, irgendwo 8 bis 15% jetzt nach den 3 Wellen. Und das ist natürlich bei der Influenza ganz anders. Das heißt, diese Frage, was passiert, wenn es eben dann doch nach oben geht, das kann man nicht mehr so richtig gut mit Influenza dann vergleichen. Auch wenn natürlich es völlig stimmt, dass jetzt für das einzelne Kind, was Influenza oder SARS-CoV-2 hat, der Unterschied zumindest, der ist vermutlich immer noch da, ist etwas schwerer möglicherweise bei SARS-CoV-2, aber das ist ganz schwierig nachzuweisen, auch statistisch dann einfach. Ja? Aber eben die Gesamtzahl, die Transmission, die Übertragbarkeit an sich bei den Nichtimmunen, die macht es dann wieder, wenn man es laufen lässt. Und das ist eben auch der Unterschied zu letztem Herbst. Wir haben jetzt natürlich unter den Erwachsenen einen deutlich höheren Anteil an Menschen, die immun sind. Hm. Da gibt es auch eine Frage, welche Rolle spielen denn geimpfte Erwachsene für das Infektionsgeschehen? Da sie ja auch im engen Kontakt mit ihren ungeimpften Kindern sind und sie können sich ja auch reinfizieren, oder es gibt Durchbruchsinfektionen, sie könnten also auch da die Infektion wieder weitergeben, dann bringen die Kinder das wieder in die Einrichtungen. Ja, welche Dynamik gibt es da und welche Rolle spielt das? Also ich kann die ganz grundsätzlichen Zahlen vielleicht nennen, aber da kann Herr Dürth was dazufügen. Also im Augenblick noch eine relativ
geringe im insgesamten Infektionsgeschehen. Es gibt Durchbruchsinfektionen auch in dieser Altersgruppe, die sind aber noch deutlich unter 20% der insgesamten Infektionen. Und das hat damit zu tun, dass wenn man geimpft ist, das Risiko, dass man selber infiziert wird, sich ja um etwa 70 bis 90% senkt und dass dann das Risiko, selbst wenn ich dann infiziert werde als Geimpfter, das Risiko, dass ich das dann auch weitergebe an jemanden, nochmal etwa, das weiß man nicht ganz genau, aber vermutlich nochmal etwa um die Hälfte sinkt. Das heißt insgesamt, dass ein Geimpfter das dann doch an Nicht-Geimpfte weitergibt, dieses Risiko, das gibt es. Das ist aber im Vergleich zu einem Ungeimpften deutlich gesenkt, also sicher um 90-95% gesenkt. Und das sehen wir ja auch sehr deutlich an den aktuellen Zahlen und Fallzahlen. Die finden ganz hauptsächlich bei den ungeimpften Menschen statt. Genau, ich möchte zum Thema Quarantäne kommen. Welche Quarantäneregeln halten Sie denn an Schulen für sinnvoll? Sollten nur die positiv getesteten Kindern in Quarantäne gesteckt werden oder auch die Sitznachbarn oder eventuell doch die ganze Klasse? Ja, welchen Weg halten Sie für den besten? Vielleicht gerade anfangen, Berit, oder? Wir haben uns da viel Gedanken drum gemacht, das muss man klar sagen. Also wir, ich meine, es hängt letztlich wirklich davon ab, auf welchem Weg man zu der Erkenntnis kommt, dass jemand eine Covid-Infektion hat. Also ist es wirklich die Covid, das wäre schon wieder das Falsche, was ich jetzt sage. Also hat jemand eine hohe Viruslast, hat jemand eine niedrige Viruslast? Das spielt natürlich einfach eine große Rolle. Wie eng ist der Kontakt? Wie stark sind die Schutzmaßnahmen? Es ist so, dass jetzt eben zunehmend in verschiedenen Bundesländern teilweise mit Pilotcharakter, teilweise mit verbindlichem Charakter auch schon jetzt getestet wird, ob es möglich ist, alleine das sozusagen idealerweise dann mittels PCR-Test herausgefundene Kind in Quarantäne zu schicken und die restliche Klasse weiter in die Schule gehen zu lassen. Hier ist es dann ganz wichtig, dass der Rest der Klasse weiter gut getestet wird und gut letztlich hier die Kontrollfunktion nicht verloren geht an dieser Stelle. Und dann könnte das eine Maßnahme sein, die zwei Dinge miteinander verbindet, nämlich einerseits die Infektionskette frühzeitig zu stoppen, vielleicht frühzeitiger, als man sie stoppen würde, wenn man auf die Symptomatik warten würde. Und zweitens den Schulunterricht für alle anderen, die eben nicht das Virus in sich tragen, weiter aufrechtzuerhalten. Insofern ist das insgesamt ein guter Weg, wenn man ihn sorgfältig und kontrolliert beschreitet. In welchem Verhältnis? Ja, Frau Langer, kurz, ja, klar, genau, gerne. Wenn ich da einfach noch also der Grund, warum man diese Diskussion auch führt, jetzt so von der infektionsepidemiologischen Seite vielleicht. Die Frage ist ja immer, wenn sich ein Kind oder ein Erwachsener in der Schule infiziert, wie hoch ist denn das Risiko in unterschiedlichen Kontaktbereichen, dass dann es einen Sekundärfall gibt und dass jemand anders dann noch infiziert wird? Und da ist es eben so, dass das kann man unterscheiden in zum Beispiel den Kontaktbereich Schule und den Kontaktbereich Haushalt. Und im Haushaltsbereich, also ein Kind, was es in der Schule infiziert hat oder auch überhaupt in der Schule auffällt als infiziertes Kind, das hat im Haushaltsbereich ungefähr selbe Wahrscheinlichkeit wie auch jeder andere, dass es jemand anderen dann ansteckt. Das ist mit den neuen Varianten gestiegen, diese Wahrscheinlichkeit. Die liegt jetzt vermutlich irgendwo bei 25 bis 30 bis sogar 40%. Im Schulbereich selbst ist diese Wahrscheinlichkeit die gesamte Pandemie hinweg, zumindest in den Daten, die wir gesehen haben, immer so zwischen 1 bis 3% gewesen. Also das Risiko von Kontakten, die in der Schule Kontakt eines infizierten Kindes oder Erwachsenen gewesen sind, dann selber hinterher Fall zu sein, liegt so bei 1 bis 3%. Was natürlich andersrum heißt, dass wenn ich dann all diese Kontakte in eine Quarantäne packe sozusagen, dann packe ich eben zwischen 50 bis 100 Kindern oder Erwachsenen in Quarantäne, um einen Sekundärfall möglicherweise zu finden. Das heißt, die Treffgenauigkeit dieser Quarantäne ist natürlich deutlich niedriger als die Treffgenauigkeit einer Quarantäne im Haushalt. Und das ist Hintergrund aus meiner Sicht dieser Diskussion, können wir auf irgendeine Art und Weise diese Treffgenauigkeit, also oder diese
ja, können wir die Anzahl der Menschen, die in Quarantäne müssen, verringern und trotzdem nicht zu viel der Treffgenauigkeit einbüßen. Ja, das ist so die Balance, die man macht. Weil was man ja auf der anderen Seite sich klar machen muss, ist, für die Kinder ist es erstmal relativ egal, ob die Schule zu ist, weil sie in Quarantäne sind oder weil die Schule geschlossen ist. Der Effekt der Schulschließung, die negativen Effekte auch, die sind natürlich sehr ähnlich. Jetzt wird ja auch eine Frage gestellt, die geht in die Richtung, wenn jetzt an Schulen das Infektionsgeschehen so großartig kontrolliert wird. Welche Rolle hat denn eigentlich das Handeln außerhalb der Schulen auf das Infektionsgeschehen? Also die Tatsache, dass eigentlich drumherum immer mehr gelockert wird. Kann man denn das Infektionsgeschehen überhaupt unter Kontrolle behalten, wenn man das an den Schulen so gut kontrolliert, aber drumherum doch relativ offen läuft? Herr Dötsch, Frau Lange. Ja, Frau Lange. Nein, natürlich, also gerade, also wenn man Schulschließungen vermeiden möchte und die vermeiden möchte, insbesondere aus den Gründen, für die wir sie letztes Jahr gebraucht haben, nämlich um Belastungen im Erwachsenengesundheitssystem zu reduzieren, dann kann man, dann muss man natürlich einem Anstieg an Fallzahlen bei den hauptsächlich ungeimpften Gruppen nicht nur, den kann man nicht nur im Bereich der Kinder, die ungeimpft sind, entgegenwirken, sondern dem muss auch entgegengewirkt werden in dem Bereich der Menschen, die ungeimpft sind, aber eben nicht Kinder sind. Und wie immer man das tut, aber am Ende läuft es auf eine Art von Kontaktreduktion hinaus, weil nur das dann weitere Infektionen verhindert. Und wenn ich das versuche, rein über die Schule zu machen, dann wird das nur begrenzt, zumindest für die ungeimpften Erwachsenen, nur begrenzt funktionieren am Ende. Und dann kann man eben doch, und das ist ja genau das, was jetzt die Modellierung des RKI zum Beispiel zeigen, dann kann man eben auch mit einem noch, sagen wir, im Bereich von 20-30% ungeimpften Erwachsenen auch wieder in eine Situation reinlaufen, indem man eine deutliche oder eine sehr zu hohe Belastung der Gesundheitssysteme hat. Ja, da gibt es auch eine Frage, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass Schulen in Regionen oder sogar ganze Bundesländer im Herbst oder Winter aufgrund der saisonal erneut sehr hohen Infektionszahlen geschlossen werden müssen? Ja, vielleicht kann ich an der Stelle dann auch antworten und weitermachen. Ja. Also ich erstmal das, was Frau Lange sagt, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde es vielleicht auch nochmal aus ärztlicher Sicht, aus kinderärztlicher Sicht nochmal sagen. Es kann jetzt nicht sein, dass die Erwachsenen alle Freiheiten oder wir Erwachsenen, muss ich ja immer sagen, alle Freiheiten für uns beanspruchen und glauben, dass die Kinder uns wieder retten. Und da müssen wir auch mal ganz klar sein, das ist jetzt eine Verpflichtung auch von uns Erwachsenen, dass wir, man denke jetzt nur an die EM-Spiele, wie viele Tausende von Infektionen die generiert haben. Alle wussten es vorher, das war mit Ansage. Und das gilt es einfach zu vermeiden. Und ich halte das für extrem unsolidarisch, dass die Kinder uns geschützt haben und zu den Zeiten, als es noch keinen Impfstoff gab, letztlich dazu beigetragen haben, dass wir letztlich keine schweren Verläufe hatte oder weniger von uns schwere Verläufe hatten und das Gesundheitssystem überlastet wurde. Und jetzt wollen wir alle Freiheiten und denken daran, die Schulen könnten wieder schließen. Ich halte das für absolut ein ausgeschlossenes Ereignis, dass Schulen noch einmal zumachen dürfen. Und ich glaube nicht, dass sich irgendeiner das trauen wird im Moment, nachdem wir, wie gesagt, wissen, wie stark die Kinder nicht nur letztlich in ihrer Befindlichkeit gestört sind, sondern dass es wirklich effektiv Kinder- und Jugendpsychiatrische und psychosomatische Diagnosen gibt, die sich verdoppelt haben und die auch zu einer riesigen Belastung auf der anderen Seite unseres Gesundheitssystems führen. Also deswegen die Schulen nochmal zu schließen. Von der Bildung möchte ich gar nicht reden. Ich möchte gar nicht davon reden, wie sehr wir die Lehrerinnen und Lehrer brauchen, auch um Missbrauchs-, Misshandlungs- und Vernachlässigungsfälle zu erkennen. Aber alleine die Zahlen, die uns die Kinder- und Jugendpsychiatrischen zusätzlichen Erkrankungsfälle zeigen, die schließen ganz eindeutig aus, dass es nochmal zu einer Schulschließung kommen darf. Und wir fordern da auch ganz klar, dass bevor nochmal eine Schule geschlossen wird, auch alle anderen Bereiche des öffentlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens geschlossen werden müssen. Und deswegen ganz klar,
Schulschließungen dürfen nicht nochmal Thema werden. Ich habe hier noch eine ganz spannende Frage, die ich gerne an Sie stellen würde. Warum sollte man denn keine Corona-Partys für Kinder veranstalten, um die Durchseuchung hochzutreiben? Ist das Risiko, dass sich unter den jeweiligen Kindern dann klassische Kinderkrankheiten wie Masern, Röteln, Mumps ausbreitet und auch ein Grund, warum man das nicht macht? Oder ja, welche Gründe gibt es? Ja, also ich kann das also vielleicht auch nochmal aus kinderärztlicher Sicht sagen. Wir haben jetzt gerade erläutert, warum glücklicherweise wir im Moment eine relativ gute Situation haben in den Kliniken. Frau Lange hat es aber auch gesagt, im schlimmsten Fall müssen wir auch davon ausgehen, dass doch Kinder sterben, auch wenn ich hoffe, wie gesagt, aufgrund des verbesserten Gesundheitssystems, dass das nicht der Fall ist. Jedes einzelne Kind, das in die Klinik muss deswegen, jedes einzelne Kind, das vielleicht Erwachsene ansteckt, die vielleicht nicht geimpft werden können oder nicht geimpft oder kein Ansprechen auf die Impfung haben, ist ein Kind zu viel. Und alles, was vermeidbar ist, sollte vermieden werden. Und da ist eine Corona-Party ebenso wie eine Masern-Party letztlich ein Weg, der eine weltanschauliche Haltung in gewisser Weise natürlich oft widerspiegelt. Zumindest ist das ja bei den Masern-Partys so, der aber aus einer modernen, letztlich wissenschaftlich fundierten und verantwortungsvollen gesellschaftlichen Position heraus in jeder Weise zu unterlassen ist. Sind denn aktuelle Testkonzepte ausreichend, also vor allem auch bei den ungeimpften Kindern, also in Kitas und Kindergärten? Diese Lollipool-Tests sind ja bisher vielerorts noch in der Testphase. Wie lange kann man jetzt noch abwarten für den flächendeckenden Einsatz dieser Lolli-Tests? Nicht nur an den Schulen, sondern auch in den Kitas. Danke, ja. Berit, wenn ich darf, dann würde ich gerade dazu was sagen, weil wir haben das ja natürlich intensiv gemacht. Also es ist so, dass wir ja im letzten Jahr, wir haben ja sehr früh angefangen, letztlich die Lolli-Tests zu untersuchen. Das ist mittlerweile auch sehr gut wissenschaftlich publiziert, wie die funktionieren und wie zuverlässig sie arbeiten. Und dann sind wir ja in einem nächsten Schritt hingegangen und haben erstmal in einem Pilotrahmen an einer Stadt, das war jetzt zufällig Köln, letztlich in den Schulen und in den Kitas getestet, wie klappt das wirklich im realen Leben und wie viel, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, zu wie vielen Tests sind denn die virologischen Labors auch in der Lage? Denn das spielt ja natürlich auch eine Rolle. Und da haben wir eben festgestellt, das klappt, wenn man die Kitas, die Grund- und die Förderschulen entsprechend mit den Lolli-Tests in Poolverfahren untersucht, haben aber festgestellt, dass wir wahrscheinlich an unsere Grenzen kommen, wenn wir das sozusagen auf den gesamten Schulbetrieb ausdehnen. Sodass wir im Moment das eben in Nordrhein-Westfalen, und das ist jetzt immerhin ein Bundesland mit 18 Millionen Einwohnern, und in vielen anderen Bundesländern, die nach und nach dazukommen, das mittlerweile so in der Fläche haben bereits. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass das nicht funktioniert in der Fläche oder dass man das noch testen müsste. Es funktioniert in der Fläche. Und insbesondere je mehr Kinder und Jugendliche über 12 Jahren, und da müssen wir auch nochmal klar sagen, die STIKO empfiehlt das klar zu impfen und wir empfehlen das auch ganz klar zu impfen, jetzt geimpft haben, desto leichter wird es auch sein, in den Grund- und Förderschulen und den Kitas, wie gesagt, genügend Testkapazitäten für die Pool- und Lolli-Tests zur Verfügung zu haben. Und das hat jetzt auch bei den hohen Inzidenzen gut funktioniert. Also wenn dann irgendwann fast jeder Pool positiv ist und man da jeden Einzelnen nachtesten muss, kommen da die Labore auch noch hinterher? Die Labore waren nicht das Problem. Das Problem war das, was Sie eben schon richtigerweise angesprochen haben, die Quarantäne, die dann natürlich jetzt überdenkt werden muss. Aber wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, aus der Sicht des Kinderarztes, der hier in der Klinik arbeitet und der natürlich jetzt erstmal sehr, sehr erleichtert ist, dass wir wirklich so wenige kranke Kinder trotz dieser hohen Inzidenzzahlen haben. Und ich glaube, dass neben all diesen anderen Maßnahmen, die unglaublich wichtig sind, vor allem den Hygienemaßnahmen, vor allem den dann doch geimpften Erwachsenen, 70% der geimpften Erwachsenen, diese Testungen uns unheimlich dabei geholfen haben, zu vermeiden, dass es eben zu noch mehr oder zu mehr Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen in den Kliniken kommt. Ja, aber vielleicht kann ich da auch noch, also weil die Frage, genau, also ich würde dem voll zustimmen, ich wollte nur noch mal dazu sagen, also da lohnt es sich, glaube ich, wirklich auch noch einmal die Bundesländer im Einzelnen sich anzusehen, weil zumindest was ich bisher gelesen habe, ist nicht, dass alle Bundesländer jetzt schon klar gesagt haben, dass sie Testkonzepte auch bis in das Frühjahr hinein weiterverfolgen werden. Und das wird aber aus meiner Sicht notwendig sein.
Und ich glaube, das muss klar sein. Das gilt jetzt vor allem für die Schulen, wo ja doch an den meisten Stellen, zumindest nach meiner Recherche, inzwischen zumindest teilweise Testkonzepte dann auch da sind. Für die Kindergärten ist mir die Situation sehr unklar, muss ich sagen. Da habe ich den Eindruck, dass das in vielen Bundesländern noch gar nicht etabliert ist. Und das halte ich aber auch für wichtig, weil da natürlich auch am Ende, wir hatten auch insbesondere in der, also im Übergang zweite zur dritten Welle, hatten wir durchaus auch einiges an Ausbrüchen in Kindergärten, die wir aktuell zum Glück nicht in dem Ausmaße haben, sondern in den RKI-Daten ganz gut nachsehen. Aber das heißt, es gibt eben schon relevante Ausbruchssituationen in Kindergärten und auch dafür sollte es Teststrategien geben und die fehlen aus meiner Sicht. Ich würde jetzt gerne kurz vorm Abschluss nochmal in Richtung Impfung gehen. Die klinischen Studien zu mRNA-Impfstoffen, die laufen ja bereits bei jüngeren Kindern und da werden Dosen ausprobiert oder untersucht, die so ein Drittel bis ein Viertel der Dosis ist, die auch an den Erwachsenen funktioniert. Halten Sie das für realistisch, dass geringere Dosen bei Kindern zu einem vollen Impfschutz führen werden? Und wann erwarten Sie denn auch die Daten dazu? Herr Dötsch vielleicht? Soll ich noch was dazu sagen? Ja, also wir wissen es jetzt von einer Firma, ich nenne jetzt keinen Namen, die erwarten also für die 6- bis 11-Jährigen Ende September die Daten und für die Altersgruppe darunter Ende Oktober. Kann ich ganz kurz einhaken, das sind dann schon die Daten aus der Phase 3 oder noch aus der Phase 1? Das sind die Daten, die dann zur Zulassung eingereicht werden, also Phase 3. Und es ist eben so, dass warum hat man da unterschiedliche Dosierungen? Also das ist ja anders als bei einem Medikament. Also bei einem Medikament braucht man letztlich auch aufgrund der Verteilungsräume im Körper sozusagen gewisse Medikamentenspiegel. Die unterscheiden sich auch über die Altersgruppen. Aber hier geht es einfach darum, genügend Impfstoff zu haben, damit das Immunsystem sozusagen in der richtigen Form angesprochen wird. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Und wenn Sie es jetzt sehen, dass am Schluss könnte es vielleicht dazu kommen, dass ein 7 Monate alter Säugling ein Drittel der Dosis eines 100-Kilo-Mannes hat, dann sieht man schon, dass das relativ hohe Dosierungen dann beim Kind auch sein können. Wie gesagt, wir sollten die Dosierungen abwarten. Es ist völlig richtig, was Sie gesagt haben. Da wird mit unterschiedlichen Dosierungen die Testung jetzt durchgeführt, die klinische Prüfung durchgeführt. Man hört, dass es möglicherweise eine geringere Dosierung sein könnte bei den Erwachsenen. Aber wir müssen die Ergebnisse abwarten, bevor wir das genau beurteilen können. Und dann würde man ja vor allem auch die Risikogruppen erstmal impfen. Ist denn eine Impfung aus Ihrer Sicht für gesunde Kinder überhaupt sinnvoll im Verhältnis? Ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich geht wie bei der Impfung der über 12-Jährigen. Also zunächst mal die EMA aufgrund, wenn die Zulassungsdaten und all die ganzen behördlichen Auflagen erfüllt sind, dass die EMA dann doch innerhalb eines Monats möglicherweise wieder eine Zulassung ausspricht. Und dann wird es wieder an der STIKO sein zu bewerten, ist die Gesamtdatenlage so, dass wir sagen können, der individuelle Nutzen durch die Impfung ist für jedes einzelne Kind höher als die potenzielle Nebenwirkung einer solchen Impfung. Das dauert erfahrungsgemäß länger und ich kann auch da nur noch mal sagen, dass unsere ständige Impfkommission da wirklich ganz hervorragend gearbeitet hat, dass sie sich nicht von der Politik hat unter Druck setzen lassen und ich hoffe, das wird auch diesmal wieder so sein, dass das Wohl und das Interesse der Kinder über allem steht, denn das muss einfach so sein. Sie können nicht ein Kind, das nicht letztlich seinen Willen natürlich in der Form frei äußern kann, fähig ist wie ein Erwachsener. Sie können ein Kind nicht dazu zwingen, dass es sich ununterbrochen einsetzt für das Wohl nicht geimpfter Erwachsener. Die Erwachsenen müssen sich impfen lassen. Das ist das Entscheidende. Gut, wir sind kurz vorm Ende. Ich möchte zur Abschlussfrage kommen und dabei möchte ich ein bisschen nochmal nach vorne gucken, Richtung Herbst, Winter. Frau Lange, wie können wir gewährleisten, dass die Schulen offen bleiben können? Welche Strategie halten Sie dafür am sinnvollsten? Und warum sollten die auf jeden Fall auch offen bleiben? Ah, das sind ja gleich zwei Fragen. Also ich glaube, wir haben zwei Ziele. Das eine ist, Schulen möglichst viel Unterricht zu ermöglichen an den Schulen offen halten. Das andere ist, dabei möglichst
niedrige Infektionszahlen und natürlich insbesondere möglichst niedrige Erkrankungszahlen zu haben. Warum die Schulen offen bleiben müssen, das ist so ein bisschen ein ganz, ganz eigenes und sehr großes Thema. Aber die Kurzzusammenfassung ist, dass wir sowohl im letzten als auch in diesem Jahr sehen und aus vielen Studien, auch guten Studienzusammenfassungen wissen, dass die negativen Effekte der Schulschließung, und da gehe ich jetzt nicht, rede ich nicht über die Bildung, sondern tatsächlich über die Gesundheit der Kinder relativ hoch sind. Und die hat man sozusagen letztes Jahr nur deswegen in Kauf genommen, weil man eben gesamtgesellschaftlich gesagt hat, wir können aber das RT nicht drücken unter eins, ohne Schulschließungen zu machen in bestimmten Situationen. Das war zumindest die politische Entscheidung. Jetzt dazu, was brauchen wir, um beide Ziele zu erreichen, Schulen möglichst offen und Infektionen reduzieren. Das eine hatte ich, glaube ich, jetzt schon mehrfach gesagt. Es geht wirklich darum, die Hygieneleitlinien auch ernst zu nehmen, und zwar in ihrer Gänze ernst zu nehmen. Es ist nicht etwas, wo man sich einfach zwei oder drei der Empfehlungen herauspicken kann, sondern es geht wirklich um alle, inklusive derer zur Kohortierung, Wechselunterricht etc. Das betrifft auch die Masken natürlich. Es ist wichtig, dass wir Teststrategien in Schulen und Kindergärten haben, die etabliert sind, die auch weiterlaufen. Und da auch nochmal der Hinweis, ja, natürlich, die wirken auch, also wo, wie auch die Hygienerichtlinien, ab gewissen Fallzahlen funktionieren, ist der Effekt nicht mehr ganz, ganz groß. Und deswegen sollte man diese Fallzahlen nicht erreichen. Wir müssen impfen, wo immer das möglich ist. Das heißt eben auch, was ja jetzt zum Teil auch schon gemacht wird, mobile Impfteams, Impfaktionen auch in und um den Schulen herum, eben alle, für die es jetzt auch schon eine Empfehlung gibt, zu impfen. Und dann, wenn es dann doch zu Überlastungen, insbesondere jetzt erstmal des Erwachsenengesundheitssystems kommt, das ist ja nicht unmöglich im Herbst, dann wäre es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir wirklich versuchen, Kontaktreduktionsbeschränkungen der Ungeimpften mal zunächst überall dort zu machen, was eben nicht Schule ist, und die Schule dann erst wirklich als allerletzten Ultima Ratio, als allerletzten Schritt zu nehmen. Und durch das, was ich vorhin beschrieben habe, sollten wir natürlich probieren, gar nicht in Situationen zu kommen, wo wir Schulschließungen machen müssten aus Gründen von Überlastung des pädiatrischen Systems. Das ist auch unwahrscheinlich, dass wir das rein aus Covid-Gründen brauchen. Es könnte aber passieren, wenn eben andere Infektionen wie RSV oder Influenza hinzukommen. Und auch da ist es ganz wichtig einfach, dass diese Teststrategien, die Hygienerichtlinien uns jetzt davor bewahren. Herr Dötsch, auch an Sie noch mal ein kurzer Abschluss, kurz und knapp vielleicht. Wie viel Sorge bereitet Ihnen jetzt der Herbst für die Kinder? Also erstmal kann ich Frau Lange da nur völlig zustimmen in dem, was sie gesagt hat. Das teilen wir von Seiten der Kinder- und Jugendärzte ganz genauso. Wie viel Sorgen? Wir machen uns im Moment aufgrund der aktuellen Situation, solange man das Verständnis aufbringt, dass Kinder nicht nur im Hinblick auf ihre Infektionen gesehen werden können dürfen, letztlich machen wir uns noch keine großen Sorgen. Die Sorge würde dann entstehen, wenn man den Kindern wieder Dinge zumutet, die letztlich nicht kindgerecht sind, die nicht ihren Ansprüchen entsprechen, die nicht dem, was für sie nötig ist, gerecht werden. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Wir Erwachsene haben eine Verantwortung, letztlich uns zu schützen und andere zu schützen und letztlich verantwortlich mit unserem Leben und dem anderen umzugehen. Und wir sind diejenigen, die die Kinder schützen müssen und nicht umgekehrt. Und ich mache mir Sorgen vor uns Erwachsenen. Ich habe Angst vor uns, vor unserer Gruppe, aber nicht vor dem, was den Kindern droht, wenn wir verantwortlich mit unseren eigenen Möglichkeiten und unserem Leben umgehen. Vielen Dank, Herr Dötsch. Vielen Dank, Frau Lange. Danke auch an die Journalisten und Journalistinnen, die vielen Fragen gestellt haben und dass sie dabei waren. Wie gewohnt werden wir das Video innerhalb der nächsten Stunden auf unserer Webseite online stellen, und wir werden dieses Gespräch ja auch transkribieren und hoffentlich bis spätestens morgen das Transkript auch auf der Website zur Verfügung stellen können. Ja, ich danke Ihnen für die rege Teilnahme und ich wünsche den Journalisten und Journalisten viel Erfolg, auch bei der weiteren Berichterstattung zu diesem doch sehr schwierigen und heiklen Thema Covid-19 bei Kindern. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche und ja, danke, dass Sie dabei waren. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Wiedersehen, danke. Tschüss.